Wenn man an einen Tatort gerufen wird, weiß man nie, was einen erwartet. Es kann einfach alles passiert sein. Man kauft sozusagen die Katze im Sack. Oder, wie meine englischen Kollegen sagen würden, den Detective in der Pocket. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Krimispiels. Heute schauen wir uns mal ein Spiel an, Pocket Detective. Fall 1 ist das hier, der Mord auf dem Campus. Das ist ein kleines Krimispiel von Juri Jamschikow, wenn man das so ausspricht, in Deutschland vertrieben vom Schmidt Spiele Verlag. Und ja, das ist ein kooperatives Krimispiel, was man nur einmal spielen kann oder zumindest mit einer Gruppe nur einmal, denn nachdem man den Fall einmal gelöst hat, kann man natürlich, es ist recht langweilig, den nochmal zu lösen. Aber man kann das Spiel sehr schön weiter verschenken oder verleihen, denn irgendwas zerstören oder sowas in der Art macht man nicht. Das ist also durchaus mehrmals spielbar. Spieldauer ist 1 bis 1,5 Stunden, je nachdem, wie schnell man lesen kann. Spieler 1 bis 6 und ist ab 12 Jahren laut Aufschrift, was ich ein bisschen hochgegriffen finde. Also ich würde sagen, das kann man sicherlich ab 10 schon gut spielen. Wenn man dieses Spiel auspackt, findet man zwei Sachen. Zum einen eine sehr, sehr dünne Spielanleitung, die eigentlich nicht viel mehr ist als ein großes Notizblatt. Und zum anderen einen Kartenstapel, der zugegebenermaßen auch in eine kleinere Packung gepasst hätte. Aber lassen wir das. Das Spiel ist dann einfach schon komplett vorsortiert. Das heißt, man kann wirklich eigentlich sofort losspielen. Hier ist so eine, ja, also die Spielanleitung ist eigentlich mehr oder weniger hier auf der Spielkarte untergebracht. Dann geht direkt die Geschichte los auf der ersten Karte, wo man eben erklärt kriegt, dass ein Mord in diesem Fall auch in der Universität verübt wurde und man sofort hin soll, um das aufzuklären. Dann ist eine Karte, die einem den Spielaufbau zeigt, wie das am Anfang aussehen soll. Und wenn man das dann so gemacht hat, hier legt man so ein paar Kartenstapel aus, die durchbuchstabiert sind von A bis G. Das E. Und F und G kommt noch, jeweils mit 10 Karten. Die kann man eigentlich dann schon fast zur Seite tun. Die hat man ja schon gelesen und dann geht es schon los. Und zwar ist das so, man spielt bei diesem Spiel reihum. Das ist also schon ein Spiel, wo es sozusagen eine Reihenfolge gibt. Aber die ist relativ freibleibend. Das soll einfach nur garantieren, dass sozusagen jeder Spieler auch mal eine Entscheidung zu treffen hat. Weil eigentlich macht man die Züge tatsächlich zusammen, weil man halt sich die ganze Zeit bespricht, was jetzt wohl zu tun ist. Und die Möglichkeit, die man hat, ist, man nimmt sich einfach eine Karte. Und zwar hat man eben hier schon ein paar liegen von Anfang an. Hier ist zum Beispiel mit dem Gerichtsmediziner über die Leiche sprechen, mal das Mobiltelefon angucken, was da liegt, oder einfach den Tatort noch so ein bisschen untersuchen. Und wenn man sich für eine Karte entschieden hat, ich meine zum Beispiel sich die Leiche angucken, ist was relativ Natürliches, dann nimmt man sich die, dreht die um und auf der Rückseite steht halt irgendwie ein Text, jetzt hier der Bericht des Gerichtsmediziners zum Beispiel. Und da gibt es dann auf den allermeisten Karten noch wieder Verweise auf andere Karten, die man sich jetzt angucken könnte. Und die sind dann einfach immer hier mit Buchstaben, Zahl, bezeichnet. Hier zum Beispiel steht jetzt drauf, du kannst dir den Autopsiebericht angucken. Das ist diese Karte hier. Allerdings, Autopsie dauert ein bisschen, deswegen musst du warten, bis etwas Zeit vergangen ist. Das ist auch schon ein witziger Mechanismus hier in diesem Spiel. Nämlich auf manchen Karten sind oben kleine Ursymbole abgebildet und jedes Ursymbol spielt zum einen die Rolle, dass es sozusagen die Zeit im Spiel vergeht und manche Sachen hängen halt eben von gewissen Uhrzeiten ab oder ja nicht Uhrzeiten, aber von gewiss vergangener Zeit. Das heißt, manchmal muss ich warten, bis was fertig ist oder irgendwas, wenn irgendeine ich schon so und so lange gebraucht habe, ist vielleicht für irgendwas auch mal zu spät oder sowas in der Art. Und gleichzeitig sind die Uhren aber auch so ein bisschen die Wertung. Also je länger man für den Fall insgesamt gebraucht hat, desto schlechter ist sozusagen am Schluss die Endwertung. So, wenn ich meinen Zug gemacht habe, habe also eine Karte gelesen, habe dann vielleicht noch die Karten rausgesucht, die man jetzt noch gucken könnte, ist einfach der nächste Spieler, da kann man sich dann eben wieder besprechen.
Welche Karte sollten wir jetzt als nächstes gucken? Das ist am Anfang ist das noch relativ eindeutig, weil man sozusagen diese Grundkarten, die hier liegen, die will man sich natürlich auf jeden Fall angucken. Aber sehr schnell hat man hier durchaus einen, ich sag mal, fast einen Wust von Karten liegen, die auch so alle möglichen sind. Es gibt irgendwelche, man kann sozusagen Polizeiakten lesen, man kann irgendwelche Verhöre durchführen, man kann sich zu Leuten nach Hause gehen oder zu Angehörigen nach Hause gehen und so weiter. Also die sozusagen die Geschichte entwickelt sich relativ schnell und relativ schnell gibt es auch verschiedene Fäden, denen man nachgehen kann. Und ja, es gibt eben, was habe ich gesagt, 6 Stapel an 10 Karten, also im Prinzip 60 Karten, die man sich im Prinzip angucken kann. Und das Ziel des Spiels ist eigentlich mehr oder weniger mit möglichst wenig Karten den Fall korrekt zu lösen. Und so kann man dann irgendwann sagen, so, ich glaube, jetzt wissen wir alles. Und muss man sich natürlich mit den anderen Spielern einig sein, ist klar. Und dann geht man zur Staatsanwaltschaft, das ist eben hier der letzte Stapel, also den liest man eigentlich vorher nicht. Und da kriegt man dann eben ein paar Fragen gestellt und die muss man beantworten. Und auch so, je nachdem, was man antwortet, muss man dann eine andere Karte als nächstes nehmen. Und so wuselt man sich dann noch durch die Lösung. Das sind eigentlich nur, ich glaube, 3 Fragen insgesamt, die es zu beantworten gibt. Also das ist nicht sehr aufwendig. Und dann kriegt man dann auch im Prinzip gesagt, habt ihr es richtig gelöst oder nicht, oder zumindest teilweise richtig. Und ganz am Schluss kann man dann noch Karten lesen, wo sozusagen der komplette Ablauf dann noch einmal so in Geschichtenform sozusagen angegeben ist. Ja, wer das Spiel Detective kennt oder unser exzellentes Video zu Detective gesehen hat, der fühlt sich vielleicht in einigen Punkten an Detective erinnert. Und das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Das heißt ja vielleicht auch nicht zufällig Pocket Detective. Und es hat durchaus Ähnlichkeiten. Also dieser Mechanismus mit den Karten, die man sich angucken kann, die sozusagen dann auf der Rückseite noch Geheimnisse enthüllen, das erinnert da schon sehr dran. Auch dieser Mechanismus mit der vergehenden Zeit ist irgendwie dem Detective ähnlich. Und auch so, dass es das grundsätzliche Spielgefühl ist irgendwo ähnlich. Allerdings ist das hier natürlich deutlich low level verglichen mit Detective. Also hier gibt es eben nicht diese Datenbank mit Fingerabdrücken und Verhören und so weiter, was sozusagen da ja noch unheimlich viel Flavortext und sowas waren. Das ist hier alles sehr minimiert und auch natürlich sozusagen auch die Möglichkeiten sind hier schon deutlich geringer. Man hat ja auch nur nicht so dieses strategische Element mit den Figuren, die noch Fähigkeiten haben und irgendwelche Plättchen freischalten und so. Sowas gibt es ja alles nicht. Das ist ein reines Lesespiel ohne irgendwelche sonstigen strategischen Erwägungen oder sonstigen Mechanismen. Aber irgendwo geht es schon in die gleiche Richtung und es hat auch, genau wie Detective, sehr schnell zieht es einen rein. Das ist mir wirklich so gegangen bei dem Spiel, dass man direkt anfängt zu rätseln und eben, es zeigen sich so verschiedene Spuren und dann schafft es man auch ganz gut zu sagen, so okay, da konnten wir jetzt tatsächlich auch zeigen, das kann es nicht gewesen sein, also der Verdächtige scheidet vielleicht aus oder sonst irgendwas. Und das ist schon, man kommt wirklich sehr schnell in so ein Ermittlungsgefühl rein. Woran das Spiel hingegen so ein bisschen krankt ist, dass es, naja, also sozusagen das Spiel sorgt mit seinem Mechanismus, dass man gesagt kriegt, welche Karten sind jetzt zur Verfügung, offenbar so ein bisschen absichtlich dafür, dass man auch nicht zu schnell in die richtige Richtung kommen kann. Also es legt einem am Anfang erstmal sozusagen hauptsächlich falsche Fährten hin, um einen in die Irre zu führen und sozusagen die richtigen Fährten, die tauchen zwar irgendwie auf, aber man kann die nicht richtig verfolgen. Das Problem hatten wir jedenfalls. Also wir hatten relativ schnell eine Karte, wo uns was komisch vorkam und wo wir irgendwie dachten, in die Richtung müssen wir irgendwie gucken. Es gab aber schlicht einfach gar keine Möglichkeit, in der Richtung zu ermitteln. Und das hat uns dann letztlich am Ende so doch schon ein bisschen gestört, weil wir haben dann sehr lange gebraucht, also wir haben eine sehr, sehr schlechte Wertung gehabt am Ende für das Spiel, wo wir dachten, naja, aber sozusagen am Anfang konnten wir gar nicht in die Richtung, die wir wollten und haben sozusagen da dann vielleicht auch Zeit verschwendet. Das ist natürlich so ein bisschen diesem Mechanismus geschuldet und den hat Detective natürlich streng genommen auch. Da kann man auch nicht von Anfang an irgendwie alles ermitteln, was man will, sondern man hat auch irgendwie Vorgaben, was geht. Aber Detective hat man sich da irgendwie noch etwas freier gefühlt. Das, vielleicht ist das da doch die Geschichte besser geschrieben oder die haben schneller mehr Möglichkeiten entwickelt. Hier ist es, man ist geführt oder, wenn man es positiv sagen will, wenn man es negativ sagen will, ist man hier so ein bisschen gegängelt, was man machen kann. Aber nichtsdestotrotz hat uns das wirklich Spaß gemacht. Und was ich halt schön finde eben, es ist, man kann
gerade auch verglichen mit dem richtigen Detective, man kann halt hier sofort losspielen, muss nicht irgendwie groß Regeln lesen, wie funktioniert das jetzt und so noch einen Account in der Datenbank anlegen, was weiß ich, sondern hier, man legt diese Karten aus, erklärt gerade, du liest einfach eine Karte durch, besprichst das mit den anderen und da steht drauf, was du dann für weitere Karten noch zur Verfügung hast, ab da, zack, losspielen. Das ist, geht total schnell und es erreicht ein schönes Krimi-Gefühl dabei. Ich bin wirklich sehr angetan. Ich habe in meinem Aufwärmtisch noch gesagt, ich muss noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber es ging mir eigentlich, je länger ich über das Spiel nachgedacht habe, desto mehr dachte ich, doch, es war doch schon richtig gut. Und mit dem wenigen Material und den einfachen Regeln hat es eine Menge erreicht und umgesetzt. Ich bin gespannt. Ich möchte, glaube ich, auf jeden Fall noch einen zweiten Teil spielen. Es gibt, glaube ich, mindestens 3 inzwischen. Ich bin aber nicht ganz sicher. Wobei die anderen, zumindest wenn man sich Bewertungen anguckt, eher schlechter sind als dieser erste. Das wird sich dann zeigen, aber natürlich gehen bei Krimispielen die Meinungen auch immer sehr auseinander. Also mir hat auf jeden Fall dieser Mechanismus gefallen, auch mit der Zeit oder die man verbraucht. Eins habe ich noch nicht erwähnt, es gibt neben der Zeit noch so, manchmal macht man Leute wütend. Das ist dann sozusagen noch mal viel schlimmer als Zeit verbrauchen. Allerdings wird man sozusagen vorher gewarnt, das könnte die Person wütend machen. Es muss aber nicht stimmen. Das heißt, da kann man auch so ein bisschen auf Risiko gehen und sagen, so, nein, ich glaube nicht. Oder es ist mir so wichtig, ich gehe das Risiko ein und dann habe ich vielleicht Glück. Es hat die Person nicht wütend gemacht, aber kann dann auch Pech haben. Und man kriegt sozusagen einen großen Punktabzug. Das finde ich ist auch noch eine witzige Idee. Gestalterisch würde ich jetzt sagen, es ist eher simpel. Also es sind schon irgendwie immer mal Bilder drauf und hier sind dann Karten, da sind irgendwie so Fingerabdrücke. Das hat aber eigentlich keinerlei irgendwie Bedeutung. Also man muss sich die Bilder, zumindest in diesem Fall musste man sich nie die Bilder jetzt irgendwie angucken, weil da jetzt irgendwie noch was drauf ist, sondern es geht mehr um die wirklich, oder mehr, es geht rein um die Texte. Von daher ist die Gestaltung eher zweckmäßig und ja, auch eher simpel. Aber ich finde, das ist bei so einem kleinen Spiel, was eben so ein bisschen, soll ich sagen, für zwischendurch oder auch für kleines Geld daherkommt, ist es auf jeden Fall völlig, völlig ausreichend. Das kann natürlich mit einem Detective, wo irgendwie 30, 40 Verdächtige jeweils mit Porträt drin sind, irgendwie natürlich nicht mithalten. Aber es ist vollkommen ausreichend. Die Karten haben auch eine gute Qualität, gerade weil man sie ja auch irgendwie jeder nur einmal spielt, da selbst wenn man es weitergibt, wie oft wird das Spiel gespielt, dafür ist die Qualität auf jeden Fall gut, ist alles gut lesbar, gibt es also wirklich auch überhaupt nichts zu meckern. Und eben, wenn man so davon drüber hinwegsehen kann, dass es eben durch den Spielmechanismus bedingt so ein bisschen manchmal man was nicht machen kann, was man gerne machen möchte oder mal das Gefühl hat, man wird so ein bisschen davon abgehalten, was zu machen, dann kann ich dieses Spiel wirklich empfehlen und ich glaube, dass man damit sehr viel Spaß haben kann. Zum Autor Juri Jamschikow oder wie immer man das ausspricht, gibt es sonst nicht so viel zu sagen. Der hat durchaus noch ein paar andere Spiele gemacht, aber ich gebe offen zu, dass ich von den anderen noch nie was gehört habe. Was mich sehr lockt ist, es wird wohl dieses Jahr noch rauskommen, ein Cthulhu Detective, also ein Spiel mit diesem Mechanismus im Cthulhu-Universum. Das finde ich ja, weil ich ja Cthulhu-Spiele sehr mag, auch wieder sehr interessant. Da bin ich auch gespannt. Vielleicht wird das dann auch einfach der zweite Teil dieser Reihe, den wir uns angucken in der Familie. Wobei, ob das das Richtige für meine Kinder ist, sei wieder dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es von der Serie noch mehr und es wird auch noch mehr kommen. Und da freue ich mich drauf. Und vielleicht habe ich ja dem einen oder anderen von euch auch Lust gemacht, auf dieses Spiel das mal auszuprobieren. Würde mich freuen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder beim nächsten Krimispiel oder bei der Muttenkiste oder was auch immer. Bis dahin, bleibt uns gewogen, lasst uns Kommentare da und Daumen und Abos und alles, was man braucht. Und habt ansonsten schöne Tage. Bis demnächst mal wieder. Tschüss.